Willkommen zurück zu Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir ja einen etwas schlechteren Run gehabt und heute werden wir mal ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln, ein bisschen sicherer spielen. Gar nicht großartig hier auf super viele Achievements oder Boss Rush gehen, sondern wir werden jetzt einfach safe spielen. Und zwar werden wir ins Shul gehen. Ich schreibe mir das Ganze nochmal auf hier mit der guten Eve. Und bevor wir starten, möchte ich nochmal kurz sagen, ich habe mir eine neue Tastatur gekauft. Das heißt, man könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen was hören. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so sehr stört oder ob ihr sagt, das ist vollkommen okay, damit können wir durchaus leben. Denn ich habe mir eine mechanische Tastatur gekauft und das ist die erste, die ich überhaupt besitze. Ich habe vorher noch nie eine mechanische Tastatur gehabt und ja, ich habe aber von den mechanischen Tastaturen nur Gutes gehört und mir deshalb mich da auch entschieden, selber eine zu kaufen. Und es ist am Anfang eine echte Umgewöhnung für mich, weil die Tastatur auch anders liegt und so. Und ja, es ist für den Anfang echt ein bisschen komisch, würde ich fast schon sagen. Aber ich denke mal, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ihr könnt mir ja auch mal reinschreiben, wer wenn von euch alles eine mechanische Tastatur benutzt. Und ob ihr damit auch sehr zufrieden seid, was ihr denn für mechanische Tastaturen benutzt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, ich habe mir die Rocket Rails MK Pro geholt. Vielleicht hat die ja sogar einer von euch und kann mir dann mal unten reinschreiben, was er da bis jetzt für Erfahrungen gemacht hat, ob es ihm gefallen hat oder ob er sagt, fand ich jetzt nicht so toll. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, dementsprechend hört man jetzt natürlich ein bisschen mehr, denn die mechanischen Tastaturen sind ja immer ein bisschen lauter, ne? Das ist so das einzige Manko, warum ich mir nie eine mechanische Tastatur eigentlich so wirklich gekauft habe in der ganzen Zeit. Weil die ja immer dazu neigen, ein bisschen lauter zu sein. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn wir jetzt getroffen werden. Eigentlich würde ich gerne noch ein Herz verlieren, damit wir den Whore of Babylon-Effekt haben. Und ja, ich guck mal, ob ich das, wenn euch das zu sehr stört, das ein bisschen ändern kann. Ob ich da ein bisschen was umstellen kann. Die meisten spielen ja Isaac mit einem Controller. Und der ist ja bekanntlich ein wenig leiser als so eine Tastatur. Gerade eine mechanische Tastatur. Aber ich denke mal, das ist vollkommen okay. Man hat ja immer noch die Spielmusik. Und ich denke mal, das stört nicht allzu sehr. Falls doch, wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Wir lassen uns da schon was einfallen, denke ich mal. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden damit. Und ist der erste Tag, ist die erste Aufnahme, die ich überhaupt mit der Tastatur mache. Von daher, ja, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Bei Isaac benutzt man ja relativ häufig Tastenanschläge. Bei League of Legends höchstens, wenn man mal eine Fähigkeit benutzt. Da wird eigentlich fast alles mit der Maus geregelt. Gerade als AD Carry, ne, brauche ich ja nicht erwähnen. Da ist die Maus wirklich im Vordergrund. So, High Priestess. Wir nehmen mal die Karte Death mit. Und ja, ich guck mal, wie es sich bei League anfühlt. Ich denke mal, das ist wirklich alles nur eine Sache der Angewöhnung hier. Und mit der Zeit geht das dann locker von der Hand. So, erste Ebene haben wir abgeräumt. Wie gesagt, wir werden heute mal ein bisschen langsamer wieder machen. Denn wir haben in der letzten Zeit, sind wir wieder sehr schnell durch die ganzen Ebenen gerannt. Und darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich habe auch in den Kommentaren geschrieben, da habt ihr auch gesagt, yo, Perik, mach doch mal wieder ein bisschen langsamer. Das ist, bringt doch alles nichts, wenn du ja so schnell da durchflitzt. Ist zwar geil wegen dem Boss Rush, aber es bringt ja nichts, wenn du dir dann selber Leben kostest. Yo, das ist, oh, das ist ja mal richtig toll. Und das sehe ich eigentlich genauso wie ihr. Das bringt alles gar nichts. Dementsprechend, ja, lassen wir das einfach. Oh, the freeze. The freeze after freeze. So, wer ist der zweite Boss? Monstro, ne? Der Gurglings. Ich werde jetzt am überlegen, ob ich vielleicht direkt meine Karte Death einsetze. Aber die kriegen wir auch so. So, eben kurz warten, bis der rote Kack auf dem Boden weg ist. So. Der Freeze-Effekt ist eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe mich auch schon immer gefragt, ob man vielleicht dadurch ein bisschen im Nachteil ist, wenn man mit der Tastatur spielt. Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur eine Sache der Gewöhnung. Wenn man Isaac mit der Tastatur spielt oder mit dem Controller. Ich glaube, da tut sich nichts. Man kann mit beidem wahrscheinlich super gut sein. Ich habe nur gesehen, die meisten spielen es wohl mit einem Controller.
Ich hatte mir mal einen zugelegt, aber das war echt schrecklich. Keine Ahnung, da habe ich echt nur reingekackt die ganze Zeit. Und kam dann überhaupt nicht mehr klar. Dementsprechend habe ich es dann auch komplett gelassen mit dem Controller. So, zack. So, zum Bossraum wollen wir noch nicht gehen. Denn wir wollen ja erst noch mal, wir wollen ja erst noch mal den Schatzraum öffnen. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Schlüssel. Ansonsten wäre es echt scheiße. Puh, das ist ja echt kacke. Kacke. Okay. Ah, da war noch eine Münze. Wir könnten jetzt noch mal hier an dem Automaten spielen. Ich hoffe, dass da was drin ist. Oh, yeah. Das war ja echt lucky. Gut, dann gehen wir mal zum Schatzraum. Gucken wir mal rein, was denn da so wartet auf uns. Eve's Mascara. Das ist Shot Speed Down und Damage Upgrade. Das ist echt gar nicht mal schlecht. Das ist ein schönes Damage Upgrade. Und wir sind bis jetzt eigentlich schon relativ strong. Gefällt mir eigentlich ganz gut bis jetzt. Muss ich doch schon sagen. Richtig lustig. Ah, Shotspeed ist zwar sehr gering, aber das ist egal. HP, Tears up und Shotspeed down. Wow, noch mehr down. Holy moly. Das ist der Pakt. Den werden wir mitnehmen. Denn der gibt uns zwei blaue Herzen und nochmal ein bisschen Schaden, ein bisschen mehr Attack Speed. Alles nochmal vom Feinsten dabei. Und das finden wir natürlich ganz klasse. Und wir haben natürlich jetzt permanent den Hof Babylon-Effekt, ne? Weil wir ja nur ein Herz haben. Ein Herz ist auch das Einzige, was man braucht. Ein einziges Herz. Oh! Das war ziemlich bad. Ja, Shotspeed Upgrade hätte ich eigentlich schon noch gerne, weil so langsam sind die Kugeln doch schon ein bisschen räudig. Es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht. Oh, das war ja fies. Das war ja richtig fies. Wow, das war echt super fies. Wie gesagt, es ist okay, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein Shotspeed Upgrade bekommen würden. Es gibt ja einige im Spiel. Ich denke mal, wir haben da schon ein bisschen Glück, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und ja, mal sehen. Wow, wirklich zwei Schüsse reichen bei den dicken Champion-Gegnern schon? What? Okay. Wow, und vor allen Dingen lustig, er ist noch nicht ganz tot, aber er macht trotzdem immer diesen Effekt, ne? Immer diesen Effekt, dass er in alle Richtungen schießt, wenn er platzt. Diese Fliege. Das ist echt komisch. Finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, diese Viecher, die von einem wegrennen, die kann man sogar berühren, ohne Schaden zu bekommen. Spreng mal hier weg. Spreng mal hier auch nochmal weg. Manchmal hat man wenig Glück und da ist was Tolles drin. Die gute alte Zitrone, Lemon Mishap. Joa, das Item ist okay, ist aber nicht gerade das Beste von der Welt. Ich denke mal, das kann man benutzen. Na komm. So, ein Schlüssel. So, wollen wir mal gucken, was wir hier haben. PhD finde ich eigentlich interessant. Das würde ich gerne haben. Wir haben noch drei Bomben. Wir können eigentlich mal darauf gehen, hier den Secret-Raum zu finden. Das fände ich doch ziemlich knorke. Wow, unser Schuss ist echt ultra strong. Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Teufelsstil bekommen und da vielleicht, sagen wir mal so ein Item wie zum Beispiel diese Sensen, ne, die durch Gegner durchdringen und so, ne? Yo. Das wäre doch mal echt Knorke. Das wäre echt super Knorke. So, wir haben eine Bombe. Was haben wir hier? Ja, eine rote Kiste ist okay, aber ist jetzt auch nicht gerade die Wucht. Wow, das ging schnell. Man muss die Schüsse auch ganz anders berechnen irgendwie oder einkalkulieren, weil die ja so langsam fliegen, ne? Das ist auch ein bisschen nervig manchmal.
Okay. Vier Bomben. Vier Bomben. Ich denke mal, hier ist der Super Secret. Würde mich wundern, wenn er da nicht ist. Ja, da ist er auch. Cartridge. Oh, was war das denn nochmal für ein Trinket? Das habe ich super selten benutzt. When Isaac takes damage, there's a chance he will gain the Game Kit Effect. Turning invincible. Okay, das ist das, wo wir so einen Pac-Man-Kopf bekommen und alle auffressen. Das ist doch gar nicht mal schlecht. So. Okay. Gut, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ach genau, hier war ja der Boss. So, ich glaube, dass hier vielleicht der Secret-Raum ist. Ein paar Münzen. Drei reicht leider nicht. Ich bin am Überlegen, will ich jetzt wieder die Münzen da benutzen, die Bomben benutzen, um das wegzusprengen, oder lasse ich es? Ne, ich glaube, ich lasse es. Wir können hier vielleicht nochmal zwei Pilze wegsprengen. Schade. Manchmal hat man Glück und da kommt dann vielleicht der große Pilz raus oder auch der kleine. Der Minimarsch ist ja auch nicht schlecht. Beides wirklich ganz cool. Und ich kann lustigerweise, ich habe immer hier, nee, bei euch müsste es rechts sein, habe ich das Game offen und rechts daneben habe ich OBS an und ich sehe immer direkt, wenn ich eine Taste drücke, dass der Soundregler mit nach oben springt. Und das ist natürlich, liegt natürlich an meiner Tastatur, an der guten mechanischen, da die sehr, sehr laut ist. Wow. Oh, jetzt wäre jetzt so super ärgerlich. Wow, wir kriegen trotzdem keinen Teufelsdeal. Das ist echt schade. Na gut, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Ebene und schauen mal, was denn da so wartet auf uns. Ein Curse of the Maze. Okay, das heißt, ein größeres Dungeon. Das ist nicht zu verwechseln mit dem XL-Labyrinth. Das ist es nicht. Also hier hat man nicht zwei Bosse, die man bekämpfen muss, sondern wieder lediglich nur ein. Fuck it, ey. Ich glaube, da hätte ich sofort die Karte Death benutzen müssen. Was haben wir denn hier? Der gute Greed. Yo. Der gibt uns ein paar Münzen. Und noch eine Trollbombe. Die wollen wir aber nicht. Gut, dann wollen wir mal gucken. Haben schon wieder ein bisschen Leben verloren. Das ist natürlich bitter. Aber das heißt noch lange nichts. Wir sind noch super dabei, denke ich. Müssen halt einfach aufpassen, dass wir jetzt hier nicht großartige Fehler machen. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist nicht schlecht. Da brauchen wir zwei Bomben. Da bin ich am Überlegen, ob sich das lohnt. Oh, shit. Ah, das ist echt shit. Gut, hoffentlich ist hier was Tolles drin. Das Item will ich eigentlich nicht mitnehmen. Das ist Crap. Das ist. Oh, nice. Denn das Item besagt, dass wir uns mit Auto-Tags heilen manchmal. Das ist so ein Vampiric-Shot. Oder Vampiric-Effekt. Das heißt, wir bekommen quasi Lifesteal. Und das ist aber mit Eve gar nicht so toll. Das heißt, wir können uns damit den eigenen Horde Babylon-Effekt vielleicht denyen und. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ist die Frage, ist hier jetzt was Tolles drin? Ja, ist doch gar nicht mal schlecht. Für zwei Schlüssel, zwei normale Kisten und zwei Spinnen. Nice. Umbilical Cord. Ja, ich merke mir diese ganzen schrottigen Trinkets, merke ich mir immer nie. Ja, genau, das ist dieses Trinket mit dem Little Steve. Das brauchen wir logischerweise nicht. Könnten wir machen, theoretisch, wenn wir auf ein halbes rotes Herz sind. Dann würden wir immer permanent Little Steve haben. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Das ist auch noch der Nebeneffekt von Curse of the Maze. Dass man manchmal zurückgeschleudert wird in den Ebenen. Oder in den Räumen. Nicht in den Ebenen. Okay. So, gehen wir mal hier oben lang. Das würde ich eigentlich gerne aufsprengen. Denn diese Karten sind manchmal echt gut. Der Joker. Der Joker, der Joker. Okay, den werden wir uns aufheben. Wenn wir mal keinen Boss, keinen Teufelsdeal bekommen, dann werden wir den benutzen. Denn man kann ihn benutzen, um einen Teufelsdeal zu bekommen. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja hier diesmal so einen. Jo. Und dann brauchen wir das gar nicht. Den ganzen Quark.
Oh, nice. Ah, shit, ey. Okay, wir haben keinen bekommen. Das heißt, wir holen uns jetzt die Karte Joker. Ist die Frage, lohnt sich das? Wir können es mal versuchen. Der Nagel. Wir machen es mal. Es klingt jetzt erstmal kacke, aber wir bekommen ja durch das Item nochmal ein blaues Herz. Immer wenn wir es benutzen. Und das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. So, haben wir noch einen Secret-Raum? Der könnte hier sein. Hm, okay, hier war er nicht. Dann vielleicht der Super-Secret-Raum. Ne, den brauchen wir auch nicht aufdecken eigentlich hier. So, jetzt haben wir Folgendes. Die Idee dahinter ist, wir haben jetzt zwar quasi ein rotes Herz eingetauscht, aber der Nagel hat ja zwei Effekte. Zum einen gibt uns immer ein blaues Herz und zum anderen, er macht uns stärker für einen Raum und lässt uns zum Beispiel Steine kaputt brechen. Oh, wir müssen echt vorsichtig sein jetzt. Das wird gar nicht so easy werden. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen vorsichtiger agieren. Nice. Das ist doch mal schön. Ein blaues Herz, das habe ich am liebsten. Okay, immer mal die Scheißhaufen hier kaputt machen. Man weiß ja nie. Vorhin hatten wir in so einem Scheißhaufen blaues Herz drin. Man weiß ja nie, ne? Also wichtig, dass wir jetzt hier nicht getroffen werden. Weil diese Viecher sind doch relativ strong. Ah, das würde ich eigentlich gerne machen. Drei rote Kisten. Das muss man eigentlich machen. Wir gucken uns aber erstmal noch den Schatzraum an. Mom's Bra. Das ist nicht gut. Nicht so gut jedenfalls wie der Nagel. Okay, die Frage ist jetzt, sollen wir... Ja, wir machen den. Wir machen den Kampfraum. Ich habe eigentlich schon so viel Vertrauen in unsere Skills, dass wir das schaffen werden. Bisschen nervig. Der einzige Boss, der uns hier wirklich richtig gefährlich werden könnte, wäre wahrscheinlich der Boss, der den man auch nur von hinten treffen kann, und zwar die Mask of Infamy. Und weil wir so ein geringes Shotspeed haben, das ist halt echt räudig, ne? Müssen aufpassen, irgendjemand hat sich hier Indus gemacht. Okay. So, ein Raum noch. Dann können wir auch hier das Teil benutzen. Hier unten diese Energiezelle. Na, werden wir mal so machen. Wow. Ist nicht direkt gestorben. Holy shit, die halten echt super viel aus. So. Das können wir machen. Sehr gut. Temperance. Ein Automat. Okay. Gehen wir nochmal hier rein. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich benutze... Auch wenn wir dadurch einen Raum verlieren vom Nagel, werde ich den erst gleich benutzen. Beim großen Raum. Ich glaube, da ist es mehr worth. Ich glaube, schon um einiges mehr worth. Yep. Holy shit. Das Problem an Shub ist, er macht uns direkt immer ein ganzes Herz Schaden. Das ist echt ziemlich nervig. Da kommen wir leider nicht ran, an diese ganzen Steine, auch wenn wir den Nagel benutzt haben. Geht leider nicht. Nice. Das war super easy. Okay, eine Bombe.
Super wäre jetzt auch, wenn wir Tamiset finden würden, ne? Tamiset wäre ideal. Denn Tamiset würde uns super strong machen, weil wir einfach einen extrem starken Schaden schon von alleine haben. Das blaue Herz nehmen wir mit. Die Karte. Die braucht man eigentlich nicht. Das ist eigentlich totaler Krise. Sprengt man hier? Ich weiß es nicht. Sprengt man hier weg? Ich ärgere mich, wenn es nachher nicht so ist. Wir gehen erstmal weiter. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Okay, der Boss ist schon da. Das heißt, wir können jetzt mal versuchen, uns noch ein paar blaue Herzen zu holen, indem wir hier das Ganze wegsprengen. Ich weiß es gar nicht. Kann man hier... Geht das? Ja, nur bei zwei Seiten. Okay. Gut, dann machen wir das hier. Zwei blaue Herzen. Wow, nice. Für eine Bombe. Das ist super worth. Da unten haben wir noch einen Raum. Den werden wir auf jeden Fall noch wegsprengen. Den werden wir auf jeden Fall noch besuchen. So rum. Und dann wollen wir mal gucken, was denn da so wartet auf uns. Oh, la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 l